totaler Krieg. Ein Kampf ums Überleben. In dieser Epoche voller Gewalt und Zerstörung streiten sich die Historiker darüber, welches der entscheidende Faktor war. Was war das tödlichste Instrument, die tödlichste Waffe? War es die überwältigende Militärstärke? War es das blendende Feuer der brennenden Rakete? War es die donnernde Botschaft vom Himmel, die Bombe, die alles zerfetzt? War es die blitzschnelle Landung der geräuschlosen Fallschirme? War es das wuchtige Stottern der Maschinengewehre oder das Staccato des Garangewehrs? War es die zerstörerische Kraft des Pettenpanzers? War es der Flammenwerfer? Oder war es der entsetzliche Zorn, schneller als der Schall und schneller als der Tod, die V2-Rakete? Nein, es war nichts von diesen Dingen. Die effektivste, die tödlichste, ja, die furchtbarste Waffe von allen war, ja, ganz recht, die Trillerpfeife vom Sergeant. Also, Männer, ich verrate euch etwas. Der Colonel kommt vorbei. Und wie immer ist er nicht bester Laune. Und ich bin es eigentlich auch nicht. Seht euch den Dreck an. Sieht aus wie Coney Island am Montagmorgen. Hallo, Sarge, was gibt's Neues? Wo ist Corwin? Ja, ich habe ihn gesehen, aber nicht ertragen. Ich habe ihn zum Küchendienst in den Speisesaal geschickt. Okay, wegtreten lassen. Klar, Sarge. Also, meine Freunde, jetzt heißt es weggetreten. Aufteilen und alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich muss das kochen. In the Navy they get steak, caviar and whipped cream cake. They have fancy cooks who know what cooking means. In the Army we get mess and it really is a mess. Oh, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans. Beans, 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 beans. Send the salami to your boy in the Army. Yes, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans. Beans, beans, beans. Is ideal, printed menus every meal, and they decorate your plate with parsley green. In the Army we get chow that you wouldn't feed a chow. Oh, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans. Beautiful beans, gorgeous beans, succulent beans. Send a bologna for some skinny and bony. Yes, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans, 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 nothing but beans. Loving those beans, hugging those beans. Know what it means, Mommy, I love you. Nothing but beans. Beans, 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 beans. Oh, I was born at the age of three, as smart as I could be. Sure, it takes a great mentality to dish out all the beans. Beans, 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 beans. Oh, it seems bell-bottom pants are conducive to romance. They are wined and dined and loved by movie queens. But you wear a khaki frame and you get a wacky dame. Oh, the Navy gets the Army gets the jackpot, but it's always a crackpot. Yes, the Navy gets the gravy, but the Army gets the beans. Did you know that the Navy gets all of the gravy? Did you know that the Army gets all of the beans? Oh, a soldier's a coward if he doesn't lick the platter clean. Oh, a soldier's a coward if he leaves a solitary bean. Oh, it isn't the fighting that will make a soldier cross the knee. It is only the beans.
You can grab a Marine and you show him a bean. He says, what does it mean that I never have seen? So you grab a civilian and one in a million can identify. So I say to you, why do we gotta have beans? Multiple beans, product and beans, succulent beans, nothing but beans. Was glaubst du, was du da kochst, Kleiner? Bohnen? Ach, halt die Klappe. Du kannst dir wohl alles erlauben. Das muss aufhören, verstanden? Klappe! Nur weil wir mal Freunde waren, habe ich dir alles durchgehen lassen. Das muss auch aufhören, verstanden? Halt die Klappe! Pack deine Sachen zusammen, ich will dich in genau 5 Minuten draußen sehen. Verstanden? Halt die Klappe! Du gehst auf eine lange, lange Reise und du kommst vielleicht nie wieder zurück. Verstanden? Halt die Klappe! Pack deine Sachen zusammen, ich will dich in genau 5 Minuten draußen sehen. Verstanden? Halt die Klappe! Gehst auf eine lange Reise, kommst nicht zurück. Halt die Klappe! Halt die Klappe! Halt die Klappe! Er ist strafbar nach SR 605-300. Aber der Befehlshaber kann ihn nach Artikel 104 bis 107 rankriegen. Das wird auf den Formularen 20 und 24 verzeichnet. Vielleicht kommt er für einen 615-630, Abschnitt 7, Paragraph 49 in Frage. Oh, sicher, ich verstehe. Ich sehe schon einen TVX 1 und 2 vor mir. Letzten Sommer war es ein 293. Sie meinen einen 615-6 der 609? Und MR1-92. Sein Profil ist 24.4.4D. Oh Mann, ich bin nicht in der Armee, sondern beim Zahlenlotto gelandet. Hier ist die Post, Corporal. Nun, ich versuch's nochmal mit diesem Banditen. Glauben Sie, es klappt? Sicher, es war ein Typ hier und hat ihn repariert. Wurde auch Zeit. Wie finden Sie das? Jetzt bleibt auch noch das Geld stecken. Diese Armee, ich beantrage eine Versetzung und man wirft mich aus dem Hauptquartier raus. Shaughnessy, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass das hier kein Aufenthaltsraum ist? Alles klar. Haben Sie eine Zigarette? Ja, hier. Sagen Sie Sergeant McVeigh, dass ich ihn sofort sprechen Zum möchte. Film. Ist Miller da? Ja. Hey Miller, was glauben Sie, was wir hier sind? Gartenzwerge? Captain, was ist mit diesem Trainingsfilm morgen früh? Oh ja, das beginnt um 7 Uhr. Das Theater ist 2 Straßen weiter, also sollten wir um 6.45 Uhr aufbrechen. Aber im Hauptquartier will man uns schon um 6.25 Uhr sehen. In diesem Fall, Devonport, sollen die Männer um 6.15 Uhr bereitstehen. In Ordnung, ich werde mich sofort darum kümmern. Oh, Lieutenant, noch eine Sache. Stellen Sie sicher... Sehen Sie, was Sie Miller gegeben haben, um es in der Kompanie zu verteilen. Schusssichere Unterwäsche. Wissen Sie, was das heißt? Sicher. Südpazifik. Sergeant Puccinelli, stehen Sie bequem. Sergeant, wir haben einen speziellen Film für morgen. Ich möchte die Männer um 6 Uhr morgens in Uniformen bereitstehen sehen. Ja, Sir. Noch eine Sache, Sergeant. Nur um ganz sicher zu sein, besser die Männer treten um 5 nach 6 an. Ja, Sir. Sarge, dieser Corbin ist wieder verschwunden. Dann treiben Sie ihn auf. Mach ich, Sarge. Hey, sehen Sie die Lampen? Sehen Sie das Schild? Na, dann schalten wir die Lampen doch aus. Sergeant McVeigh. Wir müssen sehen, was wir tun, oder? Und was ist, wenn Colonel Davis kommt? Er will nicht, dass tagsüber das Licht brennt. Noch was anderes, McVeigh. Die Kompanie muss morgen früh raus. Sehen Sie zu, dass die Männer um 5 Minuten vor 6 angetreten sind. 5 Minuten vor 6, ja? Ja. Oh, ich muss Ihnen sagen, ich habe hier ein paar Namen, die sind wirklich lächerlich. Lados K., Schmuller Mitz, Kessel Leismiek. Ich glaube, die sollten früher antreten, so um 5.45 Uhr, ja? Okay. In Ordnung, Satch. Eines Tages bläst sich der Kerl das Gehirn raus. Wenn Sie mich fragen, hat er schon getan. Thank you.
Ja, Sir. Ja, Captain. Ja, Sir. Gehen Sie zum ersten Sergeant nebenan. Gehen Sie außen herum. Durch diese Tür. Diese Tür. Sagte diese Tür. Haben Sie eine Zigarette? Ich habe aufgehört. Viel zu teuer. Da sind Sie ja. Wo waren Sie? Na, so ein feines Exemplar. Geh weg. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Der Helm sitzt nicht richtig. 10 Runden um den Exerzierplatz. 10 nette Runden im Eilschritt, verstanden? Und dann wieder hierher. Ich hab was mit Ihnen vor. Wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Warten Sie mal. Hierher. Haben Sie eine Zigarette? Ich habe schon wieder mit dem Adjutanten gestritten. Ja. Ich verstehe diese Armee nicht. Ich will nach Übersee, muss aber hier bleiben. Die Jungs, die bleiben wollen, müssen rüber. Vergessen Sie nicht, dass wir Krieg haben. Ja, und was soll ich daran ändern? Als ich Zivilist war, habe ich jede Minute was getan. Ich habe gesungen, getanzt und in Nachbars gearbeitet. Seit ich in der Armee bin, drehe ich nur noch Däumchen. Ach, ich habe Hunger. Ich inspiziere mal die Kantine. Hallo, Sarge. Auf mich gewartet? Warum so spät, Edwards? Ich war betrunken. Kann ich verstehen. Mit der Visage wäre ich den ganzen Tag geladen. Danke. Keine Ursache. Nun gehen Sie in die Kaserne. Ruhen Sie sich aus und melden Sie sich hier zurück. Und lassen Sie alle sozialen Verpflichtungen von Ihrer Sekretärin absagen. Der Sergeant ist heute besonders gründlich. Gibt's Post für mich? Hat lange gedauert, bis Sie nüchtern waren. Hat lange gedauert, bis ich betrunken war. Meine neue Freundin hat sich gestern Abend mit einem anderen getroffen. Was ist los? Verlieren Sie Ihre Ausstrahlung? Sieht das nach verlorener Ausstrahlung aus? Wow! Zum Anbeißen! Hallo! Hallo! Ist Sergeant Puccinelli hier? Nein, leider nicht. Warum möchten Sie ihn sprechen? Mein Anliegen ist persönlicher Natur. Oh, möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Ja, sagen Sie ihm, Millie war hier. Ich komme in 10 Minuten wieder. Andererseits, haben Sie etwas dagegen, wenn ich hier auf ihn warte? Nein, nein, setzen Sie sich hin. Danke. Clark, haben Sie das Formular? Dienstvorschrift? Davon klagen. Sie gehen an den Adjutanten. Aber Sir, das habe ich gestern schon gemacht. Wirklich? Ja, Sir. Hm.
Tatsächlich. Nun, ich brauche noch eine Kopie. Ja, Sir. Wissen Sie, es ist schon ein enormer Papieraufwand, so ein kleines Panzerregiment zu verwalten, wie wir es sind. Bist du fertig, Ernie? Noch nicht, Liebes, aber ich bin gleich bei dir. Ich glaube, wir kommen noch ohne eine weitere Kopie aus. Das ist der kommandierende Offizier. Welcher von beiden? Mit wem in der Armee ist dieses Mädchen verheiratet? Ich weiß nicht, Liebes. Frag doch deine Tratschweiber. Aber, Darling, bist du gereizt? Ich habe herausgefunden, dass sie aus Titusville kommt, dass sie unter Kalziummangel leidet und dass sie in anderen Umständen ist. Umstände? Ja, und frag mich nicht, welche Umstände. Wie in aller Welt hast du das alles herausgefunden, Miss Sherlock Holmes? Durch das Krankenhaus. Ich war wegen meiner Impfung da und eine der Schwestern hat es mir erzählt. Warte. Mir fällt gerade ein, es gab ein Durcheinander bei der Benennung eines Tagesoffiziers. Ich weiß. Ich könnte vielleicht... Nein, du nicht. Lieutenant Thorny ist heute Tagesoffizier. Bist du sicher? Ja. Sally Pearson erzählte das. Die Frau des Adjutanten es ihr heute Mittag erzählte. Oh klar, wenn Sally das sagt, dann ist das wohl so. Wie kommst du mit Colonel Davis zurecht? Das kommt darauf an. Wie ist es mit dir und Mrs. Davis? Ach, diese Frau. Da zählt nur Dienst gerade. Wie lange brauchst du denn noch? Warum gehst du nicht schon in den Club und wartest? Ich habe eine Menge Papiere zu unterschreiben. Besorg dir doch jemand anders zum Unterschreiben. Ich bin der Einzige. Die Armee der Vereinigten Staaten legt hohen Wert auf meine Unterschrift. Die Nationalbank wäre mir lieber. Wo haben Sie diese Sachen her? Vom Quartiermeister, Sir. Und warum haben Sie keine Ausgabequittung für die Sachen erhalten? Keine Ahnung, Sir. Vielleicht ist es Ihnen entgangen, als ich es mitnahm. Dann handelt es sich um Diebesgut. Nein, Sir. Ich glaube, ich muss in den Dienstvorschriften nachsehen. Aber Lieutenant Davenport, vertrauen Sie mir nicht? So betreibt man kein Geschäft. Weitermachen! Er will mir erzählen, wie man ein Geschäft führt. Er war bloß ein Eisverkäufer, dem irgendwann das Eis ausging. Ich muss zum ersten Sergeant. Hallo, Kleiner. Du hast noch nicht deinen Kopf verloren? Lass mich in Ruhe. Ich habe Probleme. In der Armee? Da hat man Probleme? Ja, und ich muss den ersten Sergeant sofort sprechen. Es ist wichtig. Bleib ganz ruhig. Erzähl mir nicht, wie ich bleiben soll. Ich brauche 3 Tage frei. Der letzte Mann, der hier 3 Tage frei hatte, war Sergeant York. Das ist mir egal. Ich muss meine Frau sehen. Es ist ein Notfall. Ich hatte auch Notfälle. Hab ich frei bekommen? Aber du hast kein Kind bekommen. Kleiner, ich hatte noch nicht mal eine Blinddarmoperation. Corwin! Ja, Sir? Haben Sie die Strafrunden gedreht? Ja, Corporal. Sich beim Drill-Sergeant gemeldet? Ja, Corporal. Sich beim Küchen-Sergeant gemeldet? Ja, Corporal. Okay. Wenn ich nach Übersee komme, würde ich mich als erstes ergeben. Konzentrationslager können auch nicht schlimmer sein. Was für ein Café. So eine Plörre würde ich nicht mal... Hey, der Verschiffungsbefehl! Ist gerade hereingekommen. Jetzt komme ich endlich hier raus. Hey, Sarge, ich möchte... Was willst du denn? Nichts, ich dachte nur vielleicht... Geh mir aus dem Weg, ich bin beschäftigt. Captain Caldwell, ich habe den Verschiffungsbefehl gesehen und habe den richtigen Mann für Sie. Gut, wer ist das? Ich, erster Sergeant Victor Pulcinelli. Werden Sie nicht komisch, Sergeant. Dieser Befehl ist nur für Gefreite und Obergefreite. Sie sollten lieber mal nachdenken, Sie bleiben hier. Aber ich habe Erfahrung, Sir. Das will ich doch gar nicht bestreiten. Also wegen dieser Verschiffung. Wir können uns doch nicht selber schwächen. Also schicken wir niemanden, der nützlich ist. Was ist mit diesem Deppen, der alles falsch macht? Sie meinen Corwin? Ja, kann sein. Der steht gerade vor der Tür, Sir. Vielleicht kann Eisenhower etwas mit ihm anfangen. Ja, Sir. Corwin. Hä? Ich muss dich sprechen. Ich muss dich auch sprechen, Vic. Ich würde gern wissen, ob... Nimm die Hände vom Tisch und nenn mich Sergeant. Und nimm Haltung an. Ja, Sergeant. Bekomme ich vielleicht einen 3-Tage-Pass? Was war das? Ich wollte einen 3-Tage-Pass. Hast du die Erlaubnis von deinem Vorgesetzten, hierher zu kommen? Nein, Sergeant, aber dir müsste bekannt sein, dass man bei der Armee die Dienstwege einhalten muss. Ich weiß, aber das ist ein Notfall. Wenn ich zum Abteilungsleiter, zum Bataillonssergeant, zu Ihnen und zu allen anderen muss, ist mein Sohn so alt geworden, dass er selber eingezogen wird. Sehr komisch. Ich kann dir nicht jede Woche einen Pass geben. Du hattest doch gerade frei. Das stimmt nicht. Ich hatte ganz lange Zeit nicht frei. Und wenn meine Frau mich nicht wiedererkennt, dann ist das ganz allein ihre Schuld. Das könnte dir so passen. Wir sprechen darüber, wenn die Zeit gekommen ist.
Hast du verstanden? Ja, Sergeant. Üben wir heute für unseren Auftritt? Oh, raus hier. Warte mal. Komm her. Warum bist du heute nicht rasiert? Das hat mir niemand befohlen. Ich habe mich gestern auch nicht rasiert und... Mach, dass du rauskommst. Früher warst du anders zu mir. Hör auf zu jammern. Früher warst du anders zu mir, das habe ich gesagt. Stimmt doch aber. Fängst du wieder damit ja, an? Ja, das tue ich. Du bist eigentlich mein Freund. Wir wohnten in derselben Straße, in der gleichen Stadt. Und was hast du meiner Mutter versprochen? Hau nicht auf meinen Tisch. Und was habe ich deiner Mutter versprochen? Dass mir niemand etwas antut. Du bist doch der Held. Hoho, sehr witzig. Ach, sei ruhig, Knallerbse. Bloß weil wir Freunde waren, hat Freunde waren, ist richtig. Überhaupt nichts mit heute zu tun. Ich habe Verantwortung und du bist ein Teil davon. Ich warne dich, ich werde noch verrückt. Dazu braucht es bei dir nicht viel. Ach, was willst du? Spezialbehandlung? Nein, aber schließlich warst du damals mein Trauzeuge. Ich erinnere mich. Und wir waren Kumpels, wir schrieben Songs und wir haben zusammen gesungen und getanzt und du schuldest mir immer noch 8,75 Dollar von damals. Wir waren Freunde, ja fast wie Bruder und Schwester. Und was passiert? Da kommt so ein blöder Krieg und klipp, klapp, verwandelst du dich in Dr. Jekyll und Mr. Clyde. Was ist denn mit dir passiert? Schon gut, schon gut. Schon gut, schon gut. Wichtig, Tour. Ein paar blöde Streifen. Na und? Geh heim und wasch dein Gesicht. Geh heim und wasch dein Gesicht. Na und? Seht ihn an, der Generalpostmeister. Mach, dass du wegkommst. Was ist denn mit Einstein? Er denkt, ich habe Pearl Harbor bombardiert. Wenn Edwards zurückkommt, sagen sie ihm, dass er verschifft wird. Es war eine Millie für sie da. Millie? Mhm. Oh, was wollte sie wohl? Oh, welches Datum? 29. Das ist es. Morgen ist der Jahrestag unseres ersten Alarms. Alarm? Es gab noch nie einen Alarm. Ich weiß, das war doch alles nur ein Spaß. Das erste Mal, als ich Millie traf, sah sie umwerfend aus. Aber sie war kalt wie Eis. So? Also sagte ich, es gibt einen Alarm. So? Also durfte ich sie küssen. So? Also konnte ich weiter mit ihr ausgehen. So? Also konnte ich sie noch öfter küssen. Und was ist daran falsch? Nichts. Bis sie eines Tages anfing zu sprechen und ich bemerkte, wie unterbelichtet sie war. Diese Dame hat nicht alle Tassen in ihrem Schrank. Und nicht nur das, sie begann vom Heiraten zu reden. Warum wollen diese Damen denn alle heiraten? Es sind doch schon so viele Leute verheiratet. Und eines Abends gingen wir aus. Ja, Sir. Ja, Sir. Richtig, Sir. Nachdem Sie Edwards den Verschiffungsbefehl gegeben haben, schicken Sie ihn zu Miller, um seine Versorgungsbücher zu überprüfen. Geht klar. Der nette Corporal, der auch vorhin schon hier war, oder? Ja, aber Sergeant Puccinelli ist immer noch nicht da. Sie wissen nicht zufällig, ob er heute Nacht im Camp verweilt? Oder morgen Nacht? Sehen Sie, wir wissen nie, ob es einen Alarm gibt. Ich weiß. Wir sind nicht hier, um zu fragen. Wir sind hier, um zu kämpfen oder zu sterben. Das ist süß. Sehen Sie, schreiben Sie ihm doch eine Nachricht. Schreiben? Nun, machen Sie das. Schreiben Sie... Ich bin um 6.45 Uhr zurück. Da habe ich Feierabend. Und schreiben Sie, dass es wichtig ist. Wenn ich ihn nicht sehe, kann es eine Menge Ärger geben. Okay. Wenn ich ihn finde, wissen Sie, er ist nicht so leicht aufzutreiben. Wenn ich das nicht wüsste. Nun, ich muss zurück zum Laden. Wir haben sehr viel zu tun, deswegen haben wir geschlossen. Geschlossen wegen der Inventur. Wiedersehen. Nun, schon wieder. Der Adjutant hat mich gerade zum Tagesoffizier ernannt. Ich weiß. Sie wissen es. Warum haben Sie es mir nicht gesagt? Meine Frau hat es mir gesagt. Hat sie auch gesagt, wann der Krieg zu Ende ist? Sie sagt mir nicht alles, was sie weiß. Clark. Die Luft ist rein. Was hat Millie erzählt? Hier ist eine Nachricht. Sie kommt nach Feierabend wieder. Herein. Nein! Aber Sergeant! Hast du die Erlaubnis, hierher zu kommen? Nein. Dann raus! Als ob ich den ganzen Tag hier Pässe verteile. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Millie. Sie sagt, wenn sie abends nicht antrifft, gibt es Ärger. Ich nehme besser den ersten Bus in die Stadt. Hey, Corporal, ich wollte noch mal fragen... Hey, mach das Licht aus, der Colonel kommt vorbei! Im Büro auch! Hey! Oh, tut mir leid, aber der Colonel kommt und Sie wissen, wie er über Beleuchtung bei Tageslicht denkt. Und Sie wissen, was ich davon halte. Ja, ich weiß, Sir.
Alles klar. Okay, schalt es ein. Hey, wo ist Corwin? Er rennt hier schon den ganzen Tag rein und raus. Ich wollte schon eine Drehtür einbauen lassen. Hat er die Erlaubnis, beim Training zu fehlen? Nein, wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn zum Stabschef. Richtig, Sarge. Und noch etwas. Edwards und die Jungs werden nach Übersee verschifft. Herein! Herein! Raus hier! Komm sofort her! Raus hier! Komm sofort her! Warum zum Teufel bist du heute nicht zum Unterricht erschienen? Ich habe Sie gesucht, McVay. Ach, du hast mich gesucht? Ja, ich wollte Sie fragen, ob ich den ersten Sergeant sprechen Nein! kann. Aber ich muss ihn doch du sprechen. Du musst mit niemandem sprechen. Ich habe eine Nachricht für den ersten Sergeant vom Bataillon Hauptquartier. Warum hast du nichts gesagt? Er lässt mich ja nicht. Corwin, du lernst es nie. Bevor du die Truppe verlässt, musst du dich bei deinem Bataillons-Sergeant abmelden. Aber Sie haben mich doch da vorhin hingeschickt. Das tut hier nichts zur Sache. Also, was ist das für eine Nachricht? Sie lautet, dass Sie sich morgen früh im Lazarett zur Untersuchung melden sollen. Untersuchung? Lass mich mal sehen. Mein Antrag für die Fallschirmspringer ist durch. Hey, Sarge, werde ich hier noch gebraucht? Nein, nehmen Sie sich 2 Wochen frei. In Ordnung. Warten Sie mal, Sarge. Formular 38 wird nur im Fall der Entlassung ausgefüllt. Entlassung? Was soll das? Oh, er hat recht, Sergeant. Gemäß Paragraph 8, Artikel 4-100... 24 Stunden vor der Entlassung des Soldaten muss er, falls körperliche Mängel vorliegen, untersucht und Formular 38 ausgefüllt werden. Clever, das können was? Die nicht mit mir machen. Sergeant? Was? Rufen Sie meine Mutter an, wenn Sie zu Hause sind. Oh, verschwinde hier. Ich weigere mich. Ich gehe höchstpersönlich bis zum höchsten Gericht. Captain Caldwell, können Sie etwas dagegen tun? Die schreiben, Sie entlassen mich. Ich und untauglich. Die sind verrückt. Ah, Sergeant. Ja, dann lesen Sie es doch selbst. Sergeant Puccinelli. Millie wird um... Nein, nicht das! WDAGO Formular 38. Ach, beruhigen Sie sich, Sergeant. Ihr Antrag zum Fallschirmoffizier ist genehmigt. Man muss Sie erst entlassen, um Sie für den neuen Dienstgrad zu befördern. Ich, ein Offizier? Das ist ja schlimm! Sergeant? Ja, Sir? Würden Sie heute Abend noch den Morgenreport für das Bataillon schreiben? Morgenreport heute Abend? Ja, von jetzt an wollen Sie ihn schon am Abend. Es ist eine Entlassung, damit ich befördert werden kann. Herzlichen Glückwunsch. Was soll das mit dieser Verschiffung? Das ist kein Spaß. Sie sollten sich bewegen. Sie reisen in ein paar Tagen. Aber Sarge, können Sie meinen Namen nicht streichen? Ich habe ein neues Mädel und es ist ziemlich ernst. Das ist ja rührend. Hören Sie, ich will Sie behalten. Ich kenne Ihr Mädchen. Es ist besser, wenn Sie gehen. Ja, ich kenne Ihre Damen auch. Gehen Sie doch mal bei Gelegenheit in das Rialto-Theater. Rialto-Theater? Ja, die neue rothaarige Schönheit. Das ist richtig. Das geht mir aber entschieden zu weit. Sie haben die Runde gewonnen. Na los, starten Sie die nächste. Das ist mein Revier. Ich gehe mit Helen. Sie gingen mit Helen. Jetzt verstehe ich den Verschiffungsbescheid. Sie benutzen Ihren Dienstgrad. Lassen Sie das, Sarge. Paragraph 96. Der Captain wird Sie in Stücke reißen. Heften Sie das ans schwarze Brett. Sie können gehen, schlauer Kerl. Fangen Sie an zu packen. Ich muss arbeiten. Das ist kein Billardraum. Nein. Ich könnte schwören, ich habe die 8 gesehen. Jetzt aber raus hier. I never went to college. I haven't got much knowledge. But there are some things that I know. I've gone and made a survey, a very special survey, and I've discovered that statistics show. Was machst du hier? Ich singe. Das nennst du singen? Gefällt's dir ein bisschen? Mir gefällt es nicht mal sehr. Gib zu, meine Stimme ist besonders. Kommen Sie, Sarge, singen Sie es. Ich kann nicht, ich muss arbeiten. Außerdem habe ich noch einen Termin in der Stadt. Oh, ach, komm Sarge. Okay, eine Strophe. It's easier to say I love you than Tondo and Ahoy, Kotakala. And wouldn't you rather say I love you than Tondo and Ahoy, Kotakala? It's easier to spell kiss me, dear, than Tondo and Ahoy, Kotakala. And wouldn't you rather hear kiss me, dear, than Tondo and Ahoy, Kotakala?
To quote a famous Yale professor, osculation is a sensation that is nice. If you should ask a Harvard lawyer, he'll charge you $20 and he'll give you this advice. It's easier to say, I love you, than time to wander hoy con a calan. And wouldn't you rather say, I love you, than time to wander hoy con a calan. To quote a famous Yale professor, osculation is a sensation that is nice. If you should ask a Harvard lawyer, he'll charge you $20 and he'll give you this advice. It's easier to say, I love you, than time to wander hoy con a calan. And wouldn't you rather say, I love you, and time to wander high, time to wander high, time to wander high, gonna climb. Na gut, Corbin, komm schon, wir gehen. Komm her. Wie lange noch, bis Millie hier ist? Etwa 20 Minuten. Ich möchte den Witzbold finden, der herumerzählt, dass ich bereits Offizier bin. Warum? Jedes Mal, wenn ich an der Kaserne vorbeikomme, ruft so ein Dummkopf, Achtung! McVeigh hat sich gerade rasiert. Er hat sich vor Schreck fast die Kehle durchgeschnitten. Er hat sich fast die Kehle durchgeschnitten? Naja, ein wenig übertrieben, aber er hat geblutet wie ein Schwein. Okay, ihr Glücklichen, ihr könnt in die Stadt fahren. Ich übernehme den Fall hier. Stell den Kram in das Büro vom Captain. Ja. Nimm den auch mit. Hey, Corvin, hilf mir doch mal. Das war's dann für heute, Clark. Gehen Sie nach Hause zu Ihrem Frauchen. Okay, Sarge, dann bis morgen. Ich bin gleich zurück. Hey, Corvin, vergiss nicht, auch draußen sauber zu machen, klar? Hören Sie, Shaughnessy, es könnte eine Dame nach mir fragen. Sagen Sie ihr bitte, ich mache einen Hindernislauf. Geht klar, Sarge. Shaughnessy, wäre schön, wenn sich McVeigh die Kehle durchgeschnitten hätte. Wie kann er dann pfeifen? Wissen Sie, es heißt, wenn man in die Armee kommt, gewöhnt man sich daran. Aber niemand sagt, wie lange das dauert. Ich werde ja auch nicht jünger. Weißt du was, Corvin? Hey, Corporal. Na los, geben Sie mir den Pass. Was sind denn Ihre Pläne für heute Abend? Ja, ich genehmige mir ein paar Bierchen. Oh, die Pfeife anfeuchten, was? Aber sicher. Na los, beeilen wir uns. Hey, du hast was vergessen. Wir bleiben immer schön am Ball. Ja, aber niemand kann da oben hinsehen. Das interessiert mich nicht im geringsten. Das wird mir zu schlampig hier. Es muss ordentlich sein. Es muss sauber sein. Und wenn nicht, muss es jemand ausbaden. Die Armee ist kein Ort, um Spaß zu haben, weißt du? Und wenn jemand wissen will, wo ich bin, ich mache die Stadt unsicher. Und wenn ich die Stadt unsicher mache, mache ich sie unsicher. Wie ich dich tue. Es muss ordentlich sein. Es muss sauber sein. Du hast das vergessen. Wir bleiben immer schön am Ball. Ja, aber niemand kann da oben hinsehen. Das interessiert mich nicht im geringsten. Und wenn jemand wissen will, wo ich bin, ich mache die Stadt unsicher. Und wenn ich die Stadt unsicher mache, mache ich sie unsicher. Nun beruhige dich wieder. Wofür ist dieser McVeigh in der Armee? Kann er nicht bei der Marine sein? Ich kann nachts nicht schlafen wegen diesem komischen Kerl. Dann knall ihm doch eine. Ich soll McVeigh eine knallen? Wissen Sie, was Sie mit mir machen? Die hauen mir den Kopf ab. Was wollen die wohl machen? Tiefer kann man ja nicht sinken. Also, laut den Statuten kannst du jeden in der Armee herausfordern. Und wenn du glaubst, dass er sich lustig macht, dann fordere ihn heraus. Sie meinen, ich schlag mich mit Sergeant McVeigh und niemand sagt etwas? Genau. Und was ist, wenn er mich zuerst trifft? Lass es nicht zu. Das ist eine Frage der Technik, Kumpel. Komm her, ich zeig's dir. In Position? Also zuerst musst du einen Stil wählen.
John L. Sullivan. Nein, das ist nichts für dich. Warte mal, die Jack Dempsey-Hocke. Das ist besser. Du bist ein Killer. Geh runter. Tiefer. Tiefer! Naja. Hey, ich hab's. Komm her. Tony Canzoneri. Das ist es. Er war ein Balletttänzer. Oh nein, hör zu. Du musst den Rhythmus haben. Hier. Ja, pom 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 tim tim pom 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 tim tim pom 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 tim tim pom 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 tim tim. Corbin, komm her. Was machst du? Ich trainiere. Wofür? Ich trainiere für den Kampf mit Sergeant McVay. McVay? Ja, ich schlag ihm den Kopf ab. Wohin wird der Körper geschickt? Ich schicke ihn zu McVays Eltern. Dein Körper! Los, geh und erledige deine Arbeit. Vic? Nein. Kann ich dich eine Minute sprechen? In Ordnung. Was willst du denn nun? Es geht um den Song, den wir geschrieben haben. Ja, was ist damit? Ich habe ein Telegramm von dem Musikverlag und er möchte den Song auf einer Schallplatte sofort zugeschickt bekommen. Dann geh los und nimm ihn auf. Nein, du sollst ihn aufnehmen. Hol Bing Crosby. Dich mag ich lieber. Du musst nicht gegen McVay kämpfen. Du bist jetzt schon angeschlagen. Warum? Weil ich dich besser finde. Du könntest dir wenigstens ein paar Gedanken um mich machen. Sicher bist du Sergeant und ich nur Gefreiter. Du könntest ein wenig freundlicher sein. Schon gut, ich liebe dich und bin dein Freund. Was soll ich denn tun? Selbst wenn ich nie wieder einen Pass bekommen werde. Egal, nimm diesen Song mit in die Stadt. Geh dahin, wo man 25 Cent in eine Maschine steckt und anstatt seiner Mutter einen Brief zu schreiben, nimmt man seine Stimme auf. Hier ist das Geld. Ich habe eine Verabredung. Na und? Nimm sie mit in die Aufnahmekabine. Könnte ein bisschen warm werden, kann aber auch Spaß machen. Na gut, ich nehme es auf. Wir sehen uns. Herein. Oh, hallo. Hallo. Ist Sergeant Puccinelli hier? Oh nein, er ist draußen im Zeltlager. Ach du Schande. Was ist passiert? Sagen Sie, habe ich Sie nicht schon mal gesehen? Vielleicht kennen wir uns aus dem Laden. Nummer 10. Ich habe Bier verkauft. Aber jetzt sitze ich an dieser Süßwarentheke. Warum? Hatten Sie Hunger? Guten Abend, Corporal. Oh, hallo. Wollen Sie uns nicht bekannt machen? Gefreiter Edwards, eine Bekannte. Bekannte, Gefreiter Edwards. Ihr Name ist Millie. Millie ist vom Bier zu den Süßigkeiten gewechselt. Möchten Sie nicht eine Pause machen, Corporal? Natürlich. Schön, Sie zu treffen. Wenn Sie etwas brauchen, klingeln Sie ruhig nach dem Pagen. Er ist nett, nicht wahr? Glauben Sie, der Süße wird noch einen treffen? Der Süße? Sie meinen Puccinelli? Nein, ich glaube, er wird nicht kommen. Aber alles, was Sie ihm erzählen, können Sie auch mir erzählen. Wie war Ihr Name? Der Mann war so durcheinander, als er Sie vorgestellt hat. Alles, was ich behalten habe, ist, dass er ein Freund von Ihnen ist. U.S. Das ist süß. Bettwäsche mit Monogramm. Mein Name ist Caldwell. Gefreiter Ernie Caldwell. Mir fällt gerade ein... Wenn Sie morgen Abend nichts vorhaben, oh, dann... morgen Abend? Hallo. Können Sie nicht anklopfen, bevor Sie hier reinkommen? Ich war im Militärladen und ich dachte, Corporal Shaughnessy möchte etwas Eiscreme. Stellen Sie es auf den Tisch, ich werde es ihm geben. Der Löffel ist in der Tüte. Bleibt er wohl hoffentlich unter uns. Keine Sorge, ich bin keine Tratschtante. Haben Sie eine Zigarette? Dun, 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 dun. Da, da, da.
Corporal, ich muss dringend in die Stadt. Geben Sie mir einen Pass. Bist du verrückt? Du hast keinen Aber die haben die Musik vergessen. Ich brauche einen Pass. Mir egal. Corporal, es geht um Leben und Tod. Mir egal. Kennen Sie Melancholy Baby? Nein. Da bin ich aber froh. Ich hasse Melancholy Baby. Entschuldigen Sie, haben Sie... Verzeihung. Nichts für ungut. Hey, Charlie. Was war das? Keine Ahnung, Sarge. Entschuldigen Sie? Oh, ich bitte um Verzeihung. Hast du das auch gesehen? Ja. Hier ist Feuer. Was möchten Sie? Creme de Cassis. Creme de Cassis. Entschuldigung, Lady. Wie wär's mit einem Drink? Bitte. Hey, können Sie Melancholy Baby? Bedienung. Ist gut, Romeo. Ich bestell doch nur einen Drink für Melancholy Baby. Du hast genug, Sarge. Ich werde nicht aufhören zu trinken, bis sie anfängt, gut auszusehen. Nun. Die erste Dame, die ich kennenlerne, die mich nicht an irgendeine andere Dame erinnert, die ich kenne. Nun, Bedienung, ich möchte zahlen. Einen halben Dollar. Danke. Danke Ihnen, Sie waren sehr nett. Was sagten Sie? Wie wäre es mit einem kleinen Song? Ein kleiner Song für Soldaten? Vielleicht ein Queefden-Song? Oder ein Provenance-Song. Oder vielleicht ein Lablovinden-Song. Gern. Oh, tut mir furchtbar leid. Würden Sie das für mich spielen? Ja, sicher. Danke.
forget to say I love you. Then turn the one away, Carnegie. And wouldn't you rather say I love you? Then turn the one away, Carnegie. It's easier to spell. Kiss me, dear. Then turn the one away, Carnegie. And wouldn't you rather hear? Kiss me, dear. Then turn the wonder hoy, Carnegie. To quote the famous Yale professor, osculation is a sensation that is not. If you should ask a Harvard lawyer, he'll charge you $20. He'll give you this advice. It's easier to say. Chapitre de patasse, le tout le monde, le patasse, le patasse, le tout le patasse. Carnegie. Das kann nicht sein. And wouldn't you rather say? Le patasse, le patasse, le patasse, le tout. Then tando wonder hoy. Tando wonder hoy. Ich bin's, Elvin. Elvin, was machst du in diesem Aufzug? Bist du verrückt geworden? Ich? Ihr Typen habt doch die Musik vergessen. Wenn sie dich erwischen. Ist egal. Seht zu, dass ihr Putsch in die Aufnahmekabine bringt. Ich brauche die Aufnahme gleich morgen früh. Er ist dort drüben. Wie ich schon sagte. Ja, Rick? Perlen, du siehst zauberhaft aus. Kann ich dir einen kleinen Kuss entführen? Hey, Sarge. Was wollt ihr Jungs denn? Wir kommen aus dem Camp. Sie haben die Musik vergessen. Keine Panik. Gibt es dem Mann am Piano. In Ordnung, Sarge. Klar. Was ist los, Rick? Ach, nichts. Eigentlich nichts Wichtiges. Komm schon. Was ist? Ich wollte es nicht sagen, aber... Aber was? Es wird einen Alarm geben. Alarm? Shh. Aber Vic, was soll ich denn ohne dich anfangen? Aber Helen, wirst du mich so sehr vermissen? Sicher, Vic. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich habe einen Song geschrieben. Ich würde gerne eine Platte machen, nur für dich. Oh, Vic. Das ist entzückend. Kommst du für die Aufnahme mit in die Kabine? Ja, sehr gerne. You and your beautiful eyes that tell such wonderful lies. When you start that hocus pocus, morning, things get out of focus. You and the way that you kiss, they ought to give you a prize. Baby, you could make a statue come to life just looking at you. Gee, but you're beautiful. Oh, but you're beautiful, you and your beautiful eyes. You, you're so observant, and you're beautiful, but so unnerving. The smile you're selling may start my head in swelling. When tell me some more. You start that whole jumping, Jiminy Crooked. Money. Things get out of focus. Talk about you. Well, honey, please do. And the way that you kiss. Do it like this. They ought to stage a big parade. Give you a prize. Your lips, let's try them off a side. Oh, baby, you could make a statue come to life just looking at you. Don't stop. Gee, but you're beautiful. Don't stop. Oh, but they're beautiful. Oh, you and your beautiful eyes. So big. So bright. So yes, you and your beautiful eyes.
Sag mal, Corbin, was machst du da? Ist das eine Lebensaufgabe? Was willst du von mir? Ich kümmere mich auch nicht um deinen Kram. Ich kümmere mich um meinen Kram. Ich habe das heute noch nie in meinem Leben gekocht und es ist fertig, wenn es fertig ist, aber es muss fertig sein. Ich kümmere mich nicht um deinen Kram, also kümmere dich nicht um meinen. Ich habe das heute noch nie in meinem Leben gekocht. Wer bist du? Na, 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 na. Gut so, Corbin, gut so. Und jetzt gehen wir beide zusammen zum Onkel Doktor. Was? Wohin? Zum Onkel Doktor. Wir nehmen den kleinen Arm, krempeln den kleinen Ärmel hoch, nehmen die kleine Nadel, dann gibt es einen kleinen Stich und es tut nicht ein kleines bisschen weh. Komm mit. Bist du sicher, dass es nicht weh tut? Du wirst es nicht spüren. Komm schon. Guter Junge, geh weiter. Glaub es mir. Du wirst die kleine Nadel gar nicht spüren. Ich spüre die kleine Nadel nicht. Nein, es tut kein bisschen weh. Tut kein bisschen weh? Nein. Ist das eine eckige Nadel? Runde Nadel. Und? Der nächste. Halt! Corbin! Jetzt entspann dich. Rollen Sie den Ärmel hoch. Denk an etwas Nettes. Du isst Eiscreme. Du tanzt mit einem wunderschönen Mädchen. Du schläfst in einem weißen, kuscheligen Bett. Hey! Das letzte habe ich nicht verstanden. Es hat doch nicht wehgetan, oder? Wie fühlst du dich? Alles gut? Okay. Komm, lass uns gehen. Corbin! Herein. War das deine letzte Impfung? Ja, Corporal. Und mir reicht's. Hey, gib das dem Küchenoffizier. Wie fühlst du dich? Rat mal, wie ich mich fühle. Was glauben die da, was ich bin? Ein Nadelkissen? Du hast gesagt, es wird nicht wehtun. Du lebst. Das ist ja das Schreckliche. Guten Morgen, Clark. Guten Morgen, Captain. Rührt euch. Puccinelli, ich habe mit Colonel Davis gesprochen und er plant für Sie die Verschiffung ein. Das freut mich, Captain. Hat Corporal Clark Ihnen von der Dame erzählt, die gestern hier war? Ja, Sir. Sie ist auf der Suche nach einem bestimmten Soldaten. Und ich möchte, dass Sie den Mann finden. Ja, Sir. Ich versuch's, aber es wird nicht leicht. Es könnte unangenehm werden, wenn sie zum Colonel geht. Kümmern Sie sich darum? Ich tue mein Bestes, Sir. Gut. Wenn Sie den Mann finden, bringen Sie ihn zu mir. Ja, Sir. Wie gefällt dir das? Ich führe Familien zusammen. Selbst der kleine Scherz mit dem Alarm und Millie, nur um sie öfter zu küssen, entwickelt sich zu einem... Hey, mach das Licht aus, der Colonel kommt vorbei! Achtung! Stehen Sie bequem. Sergeant Puccinelli, ich möchte die Kopie des Ausbildungsplanes sehen. Er sollte ständig am schwarzen Brett hängen. Ja, Sir. Corporal Clark, zeigen Sie dem Colonel, wo wir den Plan hingehängt haben. Blutsauger. Was war das? Er sagte, er hängt hier drüben, Sir. Er ist hier, Sir. Ich kann ihn nicht sehen. Nun, ich habe ihn sicher hier hingehängt. Nun, hier scheint er nicht zu sein. Ich glaube, er ist in dem anderen Raum, Colonel. Ah, was war das? Ich glaube, er ist in dem anderen Raum. Oh. Colonel! Rührt euch! Guten Morgen, Colonel. Guten Morgen, Caldwell. Wir können die Kopie des Ausbildungsplans nicht finden. Er sollte verbindlich in jedem Büro aushängen. Er ist vielleicht dort, Sir. Er hängt nicht am schwarzen Brett. Das verstehe ich überhaupt nicht. Hier ist er. Sie sollten Ihr Büro besser aufräumen. Sergeant Puccinelli!
Öffnen Sie die Tür! Ich hoffe, ich sehe demnächst eine Kopie dieses Ausbildungsplans. Wir haben ihn gefunden, Sir. Er hing an der falschen Stelle. Ja, kein Wunder, dass ich ihn nicht sah. Es ist so dunkel hier drin. Mach das Licht an. Hier ist der Umschlag vom Bataillon. Also, Sie wollen mich wirklich verschiffen? Ganz recht. Nun, Süßer? Gestern Abend hatte ich eine nette Unterhaltung mit Millie und... Und? Und ich gebe Ihnen den Rest des Tages meinen Namen von der Liste zu streichen. Sie drohen mir? Raus hier! Warten Sie! Mit Vergnügen. Hier ist ein Telegramm für Corwin. Bringen Sie es ihm in die Kantine. Sergeant Puccinelli, Colonel Davis will den Versorgungsraum inspizieren. Und gleich danach die Kantine. Ja, Sir. Hey, Miller! Ja? Der Colonel kommt in circa einer Minute. Oh nein, Sarge! Verstecken Sie das für mich! Und das auch! Wohin denn damit? Und das auch! Nimm den und her damit! Hier, noch was! Machen das Sie! Das wäre doch gelacht! Louis! Captain, was ist mit dieser Kompanie? Gut, es sind da ein paar Dinge falsch gelaufen. Ein paar Dinge? Captain, ich habe noch niemals... Was war das? Hört sich an wie die Kantine. Kantine? Lasst uns aufräumen! Achtung! Sergeant Puccinelli, was geht hier vor? Was ist das für ein Geräusch? Ein Feuer? Was ist das? Es ist das Baby! Vic, sieh mal! Es ist ein kleines Baby! Wir haben es geschafft! Als wir heirateten, hieß es, wir könnten keine bekommen. Und jetzt haben wir ein kleines... Colonel! Vic! Der Colonel hat noch nie eine solche Kompanie erlebt. Und er hat ihre Verschiffung annulliert. Sie meinen, ich werde nicht verlegt? Ganz recht. Und hier ist es schriftlich. Und nicht nur das, er gab uns Offizieren eine sehr schwierige Hausaufgabe. Tut mir leid, Sir. Ja, Sir. Was sagt man dazu? Man ist 5 Jahre in dieser Armee. 5 Jahre und einen Tag vor der Verschiffung werde ich ein Opfer dieses Systems. Zirkus. Was liegt denn heute Nachmittag an? Gymnastik. Oh, fein. Genau das, was ich brauche. Es muss doch noch was Einfacheres geben, um sein Leben zu bestreiten. Ich weiß nicht, wie wir diese kleinen Inseln nur nach diesen Koordinaten finden sollen. Ich glaube, diese Nummer wird uns eine Woche lang beschäftigen. Oh, guten Tag, Mrs. Cornwell. Guten Tag. Wann bist du fertig? Hallo, alle Achtung, das Kleid möchte ausgeführt werden. Ich fürchte, dass ich zum ersten Mal im Leben eine Überraschung für dich habe. Wirklich? Es scheint, dass ohne vorherige Absprache mit dir der Colonel uns Offizieren eine langwierige Aufgabe übertragen hat, welche mehrere Tage des Nachdenkens bedarf. Was für eine Aufgabe? Wir müssen ein paar pazifische Inseln anhand von Koordinaten identifizieren. Sally hat gesagt, das gibt es erst morgen. Dann musst du zu Sally etwas Dummes gesagt haben, denn wir haben es schon heute. Na, die kann was erleben. Ich hab doch die Lösung irgendwo. Die Lösungen? Ja, ich hab sie bei mir. In der Tasche versteckt. Bitte sehr. München? Straßburg? Das sind nicht die Lösungen. Oh, das ist für die anderen. Hier sind eure. Beru, Kosol, Tagawa, Teray. Wenn es irgendwo noch so eine Frau wie meine Dorothy geben würde, müsste ich sie sofort heiraten. Liebling, du bist wundervoll. Ich bin froh, dass du das endlich einsiehst. Nun, ich habe noch ein paar Dinge vom Laden abzuholen und dich hole ich in genau 20 Minuten. Oh oh. Ich bring das besser Captain Steiner in der C-Kompanie. Rührt euch, Männer. Oh, dieser McVeigh. Stellt euch vor, er will noch ein Band für gutes Benehmen. Warum verliert er die immer? Keine Ahnung. Er lässt sich volllaufen und verschenkt sie dann an seine Bräute. Hey, macht das Licht aus, der Colonel kommt vorbei! Miller, das Büro! Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ja, was gibt es? Der Colonel inspiziert die Büros.
Sergeant Miller zu Diensten. Wo ist Sergeant Puccinelli? Bei der Kompanie. Sie machen Leibesübungen. Soll ich ihn holen, Sir? Nein. Nein, diese Übungen werden ihm gut tun. Ja, Sir. Miller. Ja, Sir. Stehen Sie bequem. Wie ist der Name des Sergeants, der mit der Pfeife? Oh, Sie meinen McVay, Sir. Ah. Ich möchte, dass Sie McVay sofort aufsuchen. Sagen Sie ihm, dass der gesamte Parcours in 10 Minuten bewältigt sein muss. Verstanden? Ja, Sir. Gut so, Bewegung, ich will keinen einzigen Helm hören. Los, los, raus aus den Röhren und zwar schnell. Bewegung! Hey, Corbin, komm raus! Immer schön am Ball bleiben! Na los, immer schön dranbleiben! Na los, schwingt rüber, zack, zack! Los, an den Hintermann weitergeben! Beweg dich, du hältst alles auf, nicht einschlafen! Komm schon, Corbin, schwing deinen Hintern hier rüber, Corbin! Hier rüber! Auf diese Seite, bist du verrückt? Komm schon, du schaffst es. Corbin, das ist gegen die Vorschrift. Ah! Hält sich für einen Vogel. Corbin. Ja, Sir. Du musst mit dem Quatsch aufhören. Los, Männer! Köpfe einziehen! Bewegung! Hey, Corbin! Was ist mit Corbin? Wo bist du? Was machst du da unten? Corbin! Los, hier entlang! Na los, Beeilung! Über die Netze! Nur nicht einschlafen! Hoch mit euch, Männer! Auf geht's, Bewegung! Beeil dich ein bisschen! Was machst du da oben? Briefe schreiben? Oh, Corbin! Corbin? Hey, Corbin, bist du in Ordnung? Wasser! Hol ihm Wasser! Corbin, Corbin! Hier bin ich, Sarge! Was soll ich machen? Worauf wartest du noch? Komm schon, mein Junge! Komm schon, hast du ihn? Bist du in Ordnung, Corbin? Okay.
schaffe diese Liegestütze einfach nicht mehr so schnell. Hat jetzt endlich jemand diesen Getränkeautomaten repariert? Nun, ich werde mal rübergehen und mich um den Versorgungsoffizier kümmern. Wussten Sie, dass er immer den gleichen Artikel ausmustert? Immer und immer wieder? Man könnte meinen, dass er ein Geschäft eröffnet. Stehen Sie bequem. Sergeant Miller? Ja, Sergeant? Hey, wo ist Sergeant Puccinelli? Ich weiß es nicht. Das gibt bestimmt wieder Ärger. Der Colonel sucht ihn, der Captain sucht ihn und Millie sucht ihn. Ich möchte nicht tauschen, nicht mal für eine Beförderung. Ah, wie ich sehe, haben Sie sich mit Nachdruck um die Versorgungslage gekümmert. Oh ja, Sir. Ich glaube, wir haben mit Sergeant Miller keinen Ärger mehr. Ich muss zu meiner nächsten Gruppe. Das war knapp. Der Colonel hätte mich fast erwischt. Haben Sie eine Zigarette? Ja, sicher, Sarge. Drehen Sie sich eine. Das war alles, Sergeant Miller. Was hat Miller denn heute im Angebot? .40 Medium? Klar. Ja, Sir? Gibt es irgendwelche Fortschritte in Bezug auf diese Dame? Welche Dame? Diejenige, die gestern im Büro war. Oh ja, Sir. Ich habe da einen Verdacht. Ich möchte diesen Mann so schnell wie möglich sprechen. Ja, Sir. Hey, wo ist Corwin? Er übt im Aufenthaltsraum. Üben? Für was? Wie man in die Klapse kommt? Okay, lass uns gehen. Wohin? Zu Captain Caldwell. Was habe ich denn jetzt gemacht? Du wirst schon sehen. Ich soll dich da abliefern. Komm schon. Was ist mit der Nummer? Welche Nummer? Du hast es Poki versprochen. Dann sag ihm Bescheid, aber beeil dich. Na los, frag ihn. Aber sei nett und übertreib nicht. Sei diplomatisch. Sag, Poki, spielst du einen Song für Vic und mich? Wir werden tanzen. Wir beide, Alvin, werden eine lange, lange Zeit zusammenbleiben. Wir beide sind Freunde. Jetzt frag Poki, frag ihn und hör, was er dazu sagt. Bleib ganz, ganz freundlich. Nun mach schon, sag, Poki, spielst du für uns die Musik? Nun sag es, nun trau dich, worauf wartest du? Alles klar! Jetzt habe ich vergessen, was ich ihn fragen wollte. Oh ja, Poki, würdest du diese Tanznummer für Vic und mich und uns beide spielen? Sicher. Tausend Dank. Wie früher? Wie früher. Thank you.
Es spielt nochmal die letzten 16 Takte, wo Vic und ich nach vorne gehen und wir machen die letzten Takte vor Ende des Songs. Fertig, 1, 2, 3, 4. Nein, die ganze Band sollte zusammen spielen. Und? Wo wartet ihr denn? Ich mach das nur, wenn es mir der Sergeant sagt. Also. Na los, Pokey. In Ordnung, Leute. Ein wenig Ruhe, bitte. Wir präsentieren den ersten Sergeant Victor Puccinelli und den Gefreiten Alvin Corwin mit einer Persiflage zweier großer Persönlichkeiten. Nun, einen guten Morgen, mein Freund. Wie geht es dir, mein Junge? Ich dachte, ich schau mal vorbei, mein Sohn, um Sie wissen zu lassen, dass es mir nicht passt, dass Sie die St. Dominik-Gemeinde verlassen. Nun, ich finde es nicht gut, dass Sie auch gehen, mein Freund. Ich würde Sie gerne fragen, ob Sie mir einen Gefallen tun. Schießen Sie mal los. Singen Sie das alte irische Schlaflied. Ich würde es gerne hören, bevor Sie gehen. Von welchem Schlaflied reden Sie denn hier? Das aus der Nacht, als ich so krank war. Erinnern Sie sich vielleicht noch daran? Also, das ist leider nicht so einfach. Es fehlt mir einfach die Musik zur Unterstützung. Aber ich habe meine Spieldose. Das hat doch damals auch geklappt. Also versuchen Sie es, mein Sohn. Nun, es wird mir ein Vergnügen sein. Öffnen Sie sie einfach und schon wird sie spielen. Sir, möchten Sie immer noch den Mann sehen, über den wir sprachen, der all die Probleme bereitet? Definitiv. Ja, Sir. Corwin, komm her. Obergefreiter Corwin meldet sich, Sir. Wie befohlen? Rühren. Corwin, wie ist Ihr Vorname? Alvin. Alvin? Ja, Sir. Alvin, Kinder in die Welt zu setzen ist eine ernste Angelegenheit. Ernst, Sir? Ich fand das gar nicht so ernst. Das ist das Problem. Manchmal erkennt man das erst, wenn es zu spät ist. Also, was gedenken Sie zu unternehmen? Nichts, Sir. Es ist bereits alles getan. Das ist genau die falsche Einstellung. Schämen Sie sich nicht? Nein, ich bin sehr stolz, Captain. Stolz? Ja, Sir. Wir wollten ein Baby, also bekamen wir ein Baby. Sie wollten ein Baby? Ja, Sir. Aber Sie verstehen es nicht. Sie können das Baby doch nicht ohne Namen aufwachsen lassen. Ich weiß, wir denken über einen Namen nach. Das meine ich nicht. Also, Corwin, hören Sie mir gut zu. Haben Sie irgendwelche Gefühle zu dieser Frau? Ja, Sir, ich liebe sie sehr innig. Na, das macht es mir einfach. Ich gebe Ihnen einen 3-Tage-Pass und Sie gehen heim und stehen ihr zur Seite. Oh, danke, Sir. Aber verstehen Sie eins, dieser Pass dient zur Namensfindung. 3-Tage-Pass für einen Namen? Ich glaube, Sir, wir benennen es nach Ihnen. Das ist nicht nötig. Aber ich sage Ihnen was. Wenn das Baby einmal geboren ist, bekommen Sie von mir Urlaub. Aber ich... Keine Widerrede. Das ist alles. Ziehen Sie eine Ausgehuniform an. Ja, Sir.
Puccinelli, ich habe beschlossen, Corbin 3 Tage freizugeben. Frei? Aber Captain, nach allem, was geschah... Nun, er benötigt den Pass, damit er heiraten kann. Heiraten? Wofür? Puccinelli, ist er es oder ist das nicht der Mann mit den Problemen? Ja, Sir. Er hat Probleme, Sir. Was er meint, ist, dass das Baby bereits geboren ist. Stimmt das, Corbin? Ja, Sir. Ja, Madam. Ja, Sergeant. Das ist was anderes. Geben Sie mir den Pass. Aber Captain! Dann bekommen Sie Sonderurlaub. Oh, danke. Also, Corbin, besorgen Sie sich eine Heiratsurkunde. Oh ja, ich habe eine im Koffer. Er meint nicht seine eigene, Sir. Einer der Jungs hat eine an die Wand genagelt. Corbin, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Ja, Sergeant. Ich bin mein Bataillon. Sir, soll ich einen Antrag für Sie schreiben? Nein, ich mache das im Hauptquartier. Dann geht es gleich durch. Ja, Sir. Oh, oh. Hey, Clark, lassen Sie mich nicht allein. Sie, Sir. Millie, was machst du denn hier? Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Millie, komm her. Sag mir die Wahrheit. Bekommst du ein... Ja, Vic. Wo hast du das gehört? Wo ich das gehört habe? Das weiß doch die ganze Kompanie. Hör zu. Geh in das Büro vom Captain. Nur einen Moment. Nein! Es ist so viel Verkehr da drinnen. Bitte, Millie. Herein. Victor Puccinelli, ich habe ein paar Fragen an dich. Helen, hör zu. Und die erste Frage betrifft Jack Edwards. Nun, wenn das alles ist... Hör zu, Süße. Bitte bleib drin. Wer ist das Mädel? Mrs. Caldwell, die Frau vom Captain. Oh. Wenn du Jack Edwards aus diesem Camp schickst, kannst du unsere Beziehung als beendet ansehen. Das würdest du wirklich tun? Aber selbstverständlich. Ich bin nicht sicher, ob ich einen von euch liebe. Ich will nur fair zu beiden sein. Aber guten Sie Tag, doch. Sergeant. Captain Caldwell, Miss Palmer. Ich möchte Sie vorstellen. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Captain, ich hatte Sie im Hauptquartier vermutet. Oh. Kann ich Ihnen helfen? Lieutenant Davenport. Moment mal, ich will damit nichts zu tun haben. Vielleicht sollte ich gehen. Einen Moment. Sie haben sich aber schnell wieder erholt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sergeant Puccinelli. Ja, Sir? Da ist er her. Corbin, kommen Sie her. Setzen Sie sich, junge Frau. Können Sie erklären... Corbin meldet sich zur Stelle, Sir. Würden Sie mir bitte erklären, warum diese junge Dame hier ganz erholt sitzt, bei bester Gesundheit und sie trotzdem... und trotzdem in den Urlaub möchte? Erholt, Sir? Was fehlt ihr denn? Versuchen Sie nicht witzig zu sein. Ich verstehe nicht, Captain. Ich habe diese Frau die letzte Nacht das erste Mal gesehen. Sie haben sie also vorher noch nie gesehen? Nein. Und warum benötigen Sie Urlaub? Weil wir jetzt ein Baby haben. Ihre Frau hat ein Baby? Ja, Sir. Hier ist das Telegramm, das ich bekam. So langsam verstehe ich. Kennen Sie den Mann? Nein, aber er ist süß. So, hier ist Ihr Urlaub. Und jetzt hauen Sie ab. Danke, Captain. Ja, Sir. Und grüßen Sie mir das Baby. Ja, Sir. Das werde ich, Sir. Danke, Captain. Wiedersehen. Und nun zu Ihnen. Wo sind denn alle Sergeant Puccinelli? Ja, Sir. Diese Sache ist noch nicht ausgestanden. Corbin ist der Falsche. Er war's nicht, Sir? Was ist denn bloß mit Ihnen los? Ich glaube, ich muss mich selbst darum kümmern. Geben Sie mir das Verzeichnis mit den genauen Beschreibungen der Männer. Ja, Sir. Nun, ich glaube, wir sollten uns einander vorstellen. Ich bin Helen Palmer, das ist Captain Caldwells Frau. Und wer sind Sie? Ich bin nicht ganz sicher. Der Captain möchte Sie sprechen. Sie! Mich? Aber ich war doch gerade erst da drin. Ernie Caldwell, was bedeutet das? Sie wurde mir als deine Frau vorgestellt. Also Moment mal. Was meinten Sie damit, dass Sie gerade hier drin waren? Ich war gerade hier drin. Ich war auch letzte Nacht hier. Der Tisch war hier. Da drüben war ein Stuhl
Und da war ein... Marlinge, das ist eine Militärangelegenheit, das geht dich nichts an. Nun, junge Dame, was bedeutet das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ernest Caldwell. Kannst du nicht draußen bleiben, bis das geklärt ist? Wenn hier irgendetwas los ist, will ich davon wissen. Also gehen wir raus und ich versuche es zu erklären. Ich verstehe nicht. Captain! Ach, komm schon, Millie, lass uns hier rausgehen. Aber ich verstehe es nicht. Warum hackt jeder auf mir rum? Hi, Süßer. Oh, Liebling, was machst du denn hier? Ich war besorgt. Ich bin vorbeigekommen, um Vic wegen deiner Verschiffung zu fragen. Oh, keine Sorge. Der Süße wird erleben, dass ich nicht gehe. Komm schon, gib auf. Du kannst nicht gewinnen. Puccinelli, wir haben Ihnen etwas zu sagen. Also jetzt mal langsam, Sir. Seit 5 Jahren entscheidet diese Armee, was ich tun soll. Aber ich treffe jetzt die Entscheidung. Ich will kein Offizier sein. Ich will nach Übersee. Ich will weg von hier. Weg von allem hier. Sie können das nicht so leicht ändern. Übrigens sind Sie kein Gefreiter. Genau das habe ich beschlossen. Ich degradiere mich selbst. Das steht Ihnen nicht zu. Einverstanden, aber Sie können es für mich tun. Aufgepasst. Oh, Liebling. Oh, Ernie, Ernie. Was? Wie nennen Sie ihn? Ernie. Hat er gesagt, er wäre Ernie Caldwell? Ja, also ist er. Ladies, bitte. Würdest du jetzt bitte warten, Liebes? Ist das der Mann, mit dem Sie gehen? Oh nein, ich traf ihn erst letzte Nacht. Letzte Nacht? Bitte, Miss. Oh, ich glaube, die ganze Sache ist albern. Lass uns verschwinden. Also, Miss, dann suchen Sie einen anderen Mann in der Kompanie. Anwesend, Sir. Ah, also Sie sind es, Puccinelli. Also gebe ich Ihnen exakt, wonach Sie gefragt haben. Sie werden zum Gefreiten degradiert und nach Übersee geschickt. Danke, Sir. Und glauben Sie nicht, dass es Sie von der Verantwortung für die Frau befreit, mit der Sie verheiratet sind? Mit mir verheiratet? Streiten Sie es nicht ab. Aber das stimmt nicht. Ich bin schon verheiratet mit jemand anders. John Slager. Ich traf ihn eine Woche, nachdem ich mit Vic Schluss machte. Aber warum rennst du dann hinter mir her? Weil ich... Ich wollte dir sagen, dass du heute Abend nicht vorbeikommen sollst, wie du es vor 4 Monaten versprochen hast. Bevor John und ich heirateten. Du kommst doch nicht, oder? Heiliger Torpedo, nein. Oh, ich bin so glücklich. Mein Mann könnte es falsch verstehen. Er ist nicht der Hellste. Ich möchte keinen Ärger verursachen. Nun ja, auf Wiedersehen und vielen herzlichen Dank. Ja. Das wird Sie nicht entlasten. Sie werden degradiert. Okay, dann bin ich degradiert. Seit ich in der Armee bin, verkommen die Jungs hier in den Staaten. Aber ich bin auf der anderen Seite und die Armee hat nichts damit zu tun. Das habe ich mir selbst zu verdanken. Was zum Teufel ist das? Ich weiß nicht, Sir. Klingt nach einem speziellen Aufruf. Captain Caldwell, haben Sie das gehört? Alle Manöver und Freigänge sind ab sofort gestrichen. Manöver gestrichen? Sicher, es gehen alle nach Übersee. Aber Darling, warum hast du nicht... Das hat Sally mir nicht gesagt. Ernie Caldwell, komm in mein Büro, du hast einiges aufzuklären. Lassen Sie mich los! Hey, Sergeant, dieser Mann wollte sich heimlich aus dem Staub machen. Das geht mich nichts an. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Lassen Sie mich los! Ich habe Urlaub und will endlich zu meinem Baby! Niemand bekommt hier Urlaub. Ich schon! Der ganze Urlaub ist gestrichen. Gestrichen? Ganz genau. Die ganze Division geht nach Übersee. Übersee? Komm schon, lass uns gehen. Warte mal. Sie auch. Ich auch? Ja, richtig, Gefreiter Puccinelli. Machen Sie sich bereit. Kommen Sie, immer schön am Ball bleiben. Du trägst ihn. Ich trage was? Den Koffer. Gefreiter Puccinelli. Vic? Was? Ich trage ihn. Was? Den Koffer. Ach komm, ich trage ihn.